Habt ihr gefunden, was ihr braucht, Morrigan? Ja, ich kann es mit dem Drachen des Magisters aufnehmen. Corypheus hingegen ist ganz allein eure Sache, Inquisitor. Ich freue mich schon darauf. Dann bleibt jetzt nur noch eines zu tun. Wir müssen Corypheus finden, bevor er zu uns kommt. Wir suchen schon nach seinem Stützpunkt, seit das alles begann. Ohne Erfolg. Sein Drache muss doch irgendwoher kommen und auch wieder dorthin zurückkehren. Was ist mit den tiefen Wegen? Wir könnten Orsama eine Nachricht zukommen lassen und Gesandte anheuern, um... Anscheinend will Corypheus nicht länger warten. Er ist im Tal der heiligen Asche. Entweder schließt ihr die Bresche erneut, oder sie verschlingt die ganze Welt. Aber das ist Wahnsinn. Würde sie nicht auch ihn töten? Wir haben keine Truppen, die euch begleiten könnten, Inquisitor. Wir müssen abwarten, bis ihr aus der Arbor-Wildnis zurück sind. Dann stelle ich mich ihm allein. Leute, ich glaube, es ist soweit. Okay, dann lasst uns mal die Besten der Besten nehmen aus unserer Gruppe. So. Oh, ich bin ja ein bisschen nervös, muss ich sagen. Sagt mir! Wo ist euer Erbauer jetzt? Ruft nach ihm! Ruft seinen Zorn auf mich herab! Ihr könnt es nicht, denn er existiert nicht. Ich bin Corypheus. Ich werde euch aus dieser Lüge befreien, in der ihr gefangen seid. Verneigt euch vor eurem neuen Gott und ihr werdet verschont werden. Niemals! Wie ihr wünscht. Ich wusste, ihr würdet es kommen. Es endet hier und jetzt, Corypheus. So soll es sein. What? Alter. Ihr habt meine Pläne immer wieder erfolgreich vereitelt. Aber lasst uns dennoch nicht vergessen, was ihr seid. Ein Dieb, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ein Störenfried, ein lästiges Insekt. Hier werden wir nun ein für alle Mal beweisen, wer von uns der Göttlichkeit würdig ist. Das Gute ist, er weiß ja nicht, was wir vorhaben wegen Morrigan und seinen Drachen. Mit eurem Gequatsche beweist ihr gar nichts. Ich hab nichts gedrückt, Leute. Ich hab nichts gedrückt. Ein Drache! Wie einfallsreich! Er wird euch nur nichts nützen. Euer Tod wird allen, die sich meinem göttlichen Willen widersetzen, eine Warnung sein. Okay, Leute, geht los jetzt hier. Du wagst es, einen göttlichen Avatar zu berühren. Ich bin aufgeregt. Unglaublich. Alter. Auf jetzt hier. Komm. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich werde eure Unverschämtheit nicht dulden.
Wo ist er? Irgendwo hier oben, wie sie auch. Seht euch nur an! Ein Soporati, der vor jenen kuscht, die über euch stehen! Ihr seid ein Nichts! Alles, was ihr liebt, wird unter dem Stiefel des Reiches zermalmt werden! Ich werde euch auf der Stelle vernichten! Alter. Ich muss nicht hoch, wie sie aussieht. Oh, das ist ja unglaublich nervig. Ich kann ja mal bitte sich stellen, dem Kampf hier. Geht drauf jetzt hier, Leute. Komm her. Mann. Komm weiter drauf. So, Achtung, Leben. So, komm her, wunderbar. Guck mal eben, haben wir irgendeine Fähigkeit? Nee, gerade nicht, wie es aussieht. Okay, dann weiter. Ja, wir haben gerade nichts ready, scheiße. Ich nehme mal einen Heiltrank. Der ist wieder weg. So ein doofer Typ. So, wo ist er? Hier muss ich hin irgendwie. Und Morrigan ist jetzt dieser Drache gewesen, oder? Wahrscheinlich, oder? Der hat ja gesagt, sie ist bereit, gegen ihn anzutreten. Hier, guck mal. Ich hab Angst, dass ich hier runterfalle. Zieht euch das mal rein. Okay, weiter. Ist das episch? Okay, dann Blackwall, halt Trank. Oh nein. Und weiter geht's. Da ist er. Ich werde eure Unverschämtheit nicht dulden. Laber doch nicht die ganze Zeit rum. Kämpf auch mal. Ich lasse dich im Flug verglühen. Okay, so lassen wir einen Heiltrank, bitte. Und weiter drauf. Das war Morrigan gewesen. Krass. Oh nein! Das sieht nicht gut aus. Okay, dann auf den Erzdämon jetzt hier, Leute. Krass. Wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung mit Drachen. Und er hat schon 50% verloren. Ich muss jetzt mein Leben hier voll machen. Achtung. So, jetzt weiter geht's. Wir haben ja schon ein bisschen Training, was Drachen angeht. Und weiter. So, ich nehme mal einen Heiltrank geben. So. Hey! Jetzt. Horn. Und weiter geht's. Und weiter. Ganz ruhig bleiben. Wir machen ja gut Damage hier. Da kann man sich ja nicht beschweren. So, Leben wieder voll machen. So. Ich überlege noch, ob ich Vivienne dann gleich mal. Dann kommen wir auch nicht in das mit Tod hier irgendwie. Moment. Scheiße, ich nehme mal meinen Heiltrank hier. Geh lieber auf Nummer sicher. Was ist jetzt passiert? Okay. Das ging ganz gut. Hier soll es enden.
Möge der Himmel kochen und die Welt in Stücke Ich hab schon wieder nichts gedrückt. Das ist doch scheiße. Das ärgert mich ein bisschen, dass jemand davor schon enden. Okay, besiege Korypheus. Wir sollen hoch. Kann ich noch looten oder so? Also will ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich den Drachen looten kann. Aber dass die Dialogsequenzen nicht zu Ende geführt werden, finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten ist das alles ultra episch und cool gemacht, da kann man echt nicht meckern. Stellt euch mal ein bisschen zusammen hier, genau. So. Weiter geht's. Ich lasse das nicht zu! Ja. Das werden wir ja noch sehen. Ich bin bereit. Ich bin gewappnet. Habe mich viele Stunden darauf vorbereitet. Werde mich jetzt nicht. Die Bresche wird größer. Schnell! Tötet ihn, bevor er den Schleier zerreißt! Also drauf, Leute. Alter. So. One. Wo ist er denn schon wieder? Da hinten? Alter. So. Och, Mann! Nicht immer wegrennen. So drauf jetzt hier. So. Ja, sieht gut aus. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da hinten. Alter. So, ich guck mal eben. Können wir nichts machen? Huch. Scheiße. Aber Vivienne, du kannst doch bestimmt deine Fähigkeit jetzt benutzen, oder? Hätte ich erwartet. Ja, kann sie. Okay, Leute, dann lass die mal aktivieren. So. Und weiter. Wo ist er? Wir kriegen jetzt immer noch ein bisschen Leben dazu. Wir regenerieren ihn jetzt ja noch gerade. Wenn er nicht immer verschwinden würde, die Nervensäge. Weiter drauf, Leute. Gleich hammern. In den Hallen der goldenen Stadt habe die Zeitalter überdauert. Dümmer, Altvordere, ich flehe euch an. Wenn es euch gibt, wenn ihr hier existiert habt, steht mir bei. Ihr wolltet ins Nichts. Solis. Die Kugel. Ich verstehe, warum ihr ein so wichtiges Artefakt retten wolltet. Euch trifft keine Schuld. Inquisitor, ihr lebt. Oh, das sind alle. Und ihr habt gewonnen. Eine völlig neue Erfahrung. Und wie es scheint, ist die Bresche endlich geschlossen. Ganz ungewohnter Anblick. Was machen wir jetzt?
Wir kehren zur Himmelsfeste zurück. Ist jetzt alles vorbei? Habe ich Dragon Age durchgespielt jetzt? reingeführt. Es ist ja sogar so irgendwie 70 Stunden oder so, glaube ich, oder 60 Stunden, ich weiß es gar nicht so genau. Gucken, was jetzt noch kommt, Leute. Dass man Ladebildschirm nicht jetzt mal nicht rausschneide, das muss ja nicht jedes Mal sein. Ich muss das erstmal sacken lassen. Den wir Corypheus weggeknechtet haben. Das Übelste haben wir den weggehauen. Auf ein Wort, my Lord. Meine Leute konnten keine Spur von Solus finden. Er ist einfach verschwunden. Wenn er nicht gefunden werden will, können wir vermutlich nichts dagegen tun. Ich werde dennoch weiter die Augen nach ihm offen halten. Okay. Es ist seltsam, dass er einfach verschwindet, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ihr sagtet doch, er sei wegen der Kugel verärgert gewesen. Ja, aber das kann unmöglich der einzige Grund sein. Nun, da Corypheus besiegt ist, haben wir einen Moment, um innezuhalten und zu feiern. Anschließend werdet ihr ziemlich beschäftigt sein. Sämtliche Adlige in Südthedas brennen darauf, sich mit euch zu treffen. Ach, jetzt stehen sie also plötzlich Schlange, um sich mit mir zu treffen. So ist eben der Lauf der Dinge. Bisher wart ihr nur ein Emporkömmling, nicht mehr als der Anführer einer Bande von Rebellen und Ketzern. Solange sich Corypheus nicht zeigte, konnten sie nicht erkennen, welche Kraft hinter all dem Chaos steckte. Doch als er es tat, wussten sie es. Ein Magister und ein Wesen der dunklen Brut in einem. Er war das ultimative Böse. Nun jedoch seid ihr die einzige Macht, die noch existiert. Genießt den Abend, solange ihr noch könnt, Inquisitor. So, ziehe dich in deine Gemächer zurück. Da war ich ja noch nie gewesen in meinen Gemächern. Schön, dass ich deine Oma sehe. Und was ist mit Solas verdammt nochmal los? Das würde mich mal interessieren. So gut, Leute. Hey, Sarah. Jetzt wird gefeiert, was? Ein bisschen Spaß für die Rettung der Welt.
Das ist das Mindeste, was Andrastes Herold dafür verdient, dass alles wieder normal ist. Wenngleich nichts mehr ist, wie es war. Ich meine, waren das alles wir oder sie oder am Ende doch er? Ich war nämlich dabei und weiß immer noch nicht, was richtig ist. Darüber sollen sich die Philosophen Gedanken machen. Heute Abend feiern wir. Aber es gibt immer noch einiges zu tun, oder? Ich hab's nämlich nicht eilig, nach Valroyo zurückzukehren. Da war ich nämlich schon. Wäre es in Ordnung, wenn ich bleibe? Wozu auch immer. Fühlt euch hier wie zu Hause. Scheiße, ich fang gleich an zu heulen. Egal, Schluss damit. Ist das hier ein Fest oder was? Trinken wir auf den Sieg. Wir sind verdammte Helden, Inquisitor. Wir alle. Juhu. Ach, ich hätte unsere Lieferanten nicht so kurzfristig wechseln sollen. Hm. Regt euch nicht auf, Josie. Alles ist bestens. Ist es nicht? Es tut mir leid. Nichts ist so, wie es sein sollte. Schmecken euch die Getränke? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr euch keine Pause gönnt, trifft euch noch der Schlag. Dann erspare ich mir wenigstens eine weitere Peinlichkeit. Was für ein Desaster. Der Sommelier kam zu spät, die Einladungen für unsere Gäste wären fast nicht fertig geworden und ach, es war wunderbar, sich auf ein kleines Bankett vorzubereiten, anstatt auf das Ende der Welt. Wisst ihr, worüber heute Abend alle reden? Das gemeine Volk ebenso wie Könige? Von uns! Ganz Thedas spricht vom Triumph der Inquisition. Ihr habt bei unserem Aufstieg keine unbedeutende Rolle gespielt. Ihr wart aber auch nicht schlecht, wenn ich mich recht erinnere. Wir werden keinen unserer Gefallenen vergessen, aber heute Nacht auf den Sieg. Jo, kaum zu glauben, dass es vorbei ist. Die Aufgabe schien unlösbar zu sein. Die Kirche besiegen, die Inquisition begründen, eine Kreatur auf dem Weg zur Göttlichkeit vernichten. Und doch stehen wir nun hier und feiern. Dazu haben wir allen Grund. Korypheus zu besiegen war keine leichte Aufgabe. Er war so sehr von seiner Macht überzeugt, dass ihm nie in den Sinn kam, er könnte verlieren. Wäre das der Fall gewesen, hätte er mich niemals herausgefordert. Nein, dann hätte er sich wohl verkrochen. Insofern ist es so wesentlich besser. Ich erinnere mich noch an unser erstes Treffen. Und nun steht ihr hier. Ihr seid der Inquisitor, ein Symbol der Hoffnung und Veränderung. Trotz all meiner Zweifel, trotz allem, wart ihr genau das, was wir gebraucht haben. Ach, schön. So, Dorian, cool auch nicht. Mary, wollte ich nochmal quatschen. Ich spiele mit dem Gedanken, ein Buch über das alles hier zu schreiben. Ja, so gut. Eine echt verrückte Scheiße. Die Geschichte von Inquisitor Trevelyan. Wie fändet ihr das? Ist nur ein Arbeitstitel. Der Titel ist jämmerlich. Spaßbremse. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Buch überhaupt schreiben sollte. Diese Geschichte glaubt mir doch sowieso niemand. Außerdem werde ich alle Hände voll mit dem Wiederaufbau zu tun haben, wenn ich in die freien Marschen zurückkehre. Die Inquisition hätte immer noch Verwendung für euch. Ich weiß euer Angebot wirklich zu schätzen, aber es wird höchste Zeit, dass ich nach Kirkwall zurückkehre und die Dinge dort selbst in die Hand nehme. Aber eine Weile bleibe ich euch noch erhalten. Wir müssen noch mindestens eine Partie Sündenfall spielen, bevor ich abreise. Ich kann schließlich nicht gehen, bevor ihr wenigstens ein bisschen bluffen könnt. So, und dann würde ich gerne nochmal mit Blackmore reden. Mal sehen, ob ich den irgendwo hier finde. Blackmore? Vivian? Nö. Blackmore? Dorian? Cool. Hier ist Blackmore. Also, nun, da ihr die Welt gerettet habt, wie geht es jetzt weiter? Hofft ihr, dass ihr die alte Ordnung wiederherstellen könnt? Das wird ein gewaltiges Unterfangen.
Wenn dieser Aufgabe jemand gewachsen ist, dann ihr. Solltet ihr jemals meine Hilfe brauchen, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Ich werde bereit sein. So gut, Leute, dann lasst uns mal in die Gemächer zurückziehen. Quartier. Oh, schön. Es heißt, Korypheus sei aus seinem langen Schlaf erwacht und habe eine Welt vorgefunden, die aus den Fugen geraten war. Er kämpfte darum, die alten Zeiten voller Magie und Schatten zurückzubringen, sich selbst zum Gott zu erheben und die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Jetzt erinnert uns eine Narbe am Himmel an das, was beinahe gewesen wäre. Sie erzählt uns, dass ein gewaltiger Sieg über das Chaos errungen wurde, der jedoch die Welt für alle Zeiten veränderte. Betrachten wir das mächtige Reich von Orlais, in dem Kaiserin Selene weiterhin ihren goldenen Thron innehat. Der Bürgerkrieg ist beendet und Gespard wurde besiegt. Es heißt jedoch, Briella plane ihre Rückkehr aus dem Exil. So sieht sich die Kaiserin nun mit einem Krieg in den Schatten konfrontiert. Elfendolche beherrschen die Nacht und Spione verfolgen jeden ihrer Schritte. Glücklicherweise jedoch ist Selenes Dankbarkeit gegenüber der Inquisition ungebrochen. Einige finden, sie klammere sich zu sehr an dieses Bündnis. Andere allerdings wissen, dass es das Einzige ist, was sie vor einer Niederlage bewahrt. Die grauen Wächter des Südens bauen ihren Orden in den Monaten nach den Ereignissen in Adamant langsam wieder auf. Sie erklären die Zeit für gekommen, aus den Schatten zu treten und sich dem Rest der Menschheit im Kampf gegen ihre alten Feinde anzuschließen. Gerüchte kursieren, sie hätten die Bande zu ihren Anführern in Weißhaupt durchtrennt, woraufhin nun ein erbitterter Krieg zwischen ihnen tobe. Was aus Hawk wird, ist nicht bekannt. Ohne dies verstummen binnen kurzem jegliche Nachrichten aus Weißhaupt. Doch deutet diese plötzliche Stille auf Kämpfe in ihren eigenen Reihen hin? Oder auf etwas noch weitaus Schlimmeres. Einen Monat nach dem Sieg über Korypheus ernennt die Kirche Liliana zu Justinias Nachfolgerin auf dem Sonnenthron. Als göttliche Victoria gibt sie in ihrer ersten Amtshandlung das Ende des Zirkels der Magie bekannt. Die Magier werden sich von nun an selbst verwalten. Sie öffnet die Priesterschaft für alle Völker, erklärt ihre Unterstützung der Inquisition und verpflichtet die Kirche dem Grundsatz der Mildtätigkeit. Die göttliche Victoria ist von Anfang an umstritten. Neue Sekten tauchen auf, die ihre Reformen ablehnen und sie als Gefahr für den Glauben bezeichnen. Sie entscheidet sich nicht, gegen sie vorzugehen, und innerhalb kürzester Zeit drohen die Risse innerhalb der Kirche, sie für alle Zeiten zu vernichten. Die Magier der Inquisition, die früheren Abtrünnigen unter der Führung von Großverzauberin Fiona, haben die Wahl, wie ihre Zukunft aussehen soll. Als Liliana die Zirkel auflöst, verlassen sie die Inquisition und gründen einen neuen Orden, den reformierten Rat der Verzauberer. Der Rat, so sagen sie, wird es den Magiern im Süden erlauben, sich friedlich zu versammeln und nach neuen Lösungen für uralte Probleme zu suchen. Im Moment scheint es zu funktionieren. Nie zuvor wurde den Magiern in ganz Thedas ein derartiges Wohlwollen entgegengebracht. Cool. Finde ich super, dass sie dann sowas in einbauen. Was ist mit der Inquisition selbst? Sie hat Augen und Ohren in jeder Halle. Kein Geheimnis ist vor ihr sicher. Und dieses Wissen ist die Quelle ihrer Macht. Ich werde die Himmelfeste nun verlassen.
in dem Wissen, dass ihre Macht noch weiter zunehmen wird. Der Inquisitor ist für viele ein Symbol, ein Sinnbild der sich ändernden Weltordnung. Für andere jedoch ist er eine Zielscheibe. Sie lauern in den Schatten und warten, bis ihr Tag gekommen ist. Und wenn es soweit ist, muss die Inquisition dafür bereit sein. Okay. Alter. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es mein größtes Let's Play ist. Kann sein, na, weiß ich nicht, Dark Souls ging auch ziemlich lange. Aber über 100 Folgen auf jeden Fall und es war großartig gewesen. Ne? Also es war so ein ganz kleiner Hänger, so am Anfang nach dem Intro, so im Hinterlande, das war nicht so toll. Aber das Spiel wurde dann noch immer besser und noch besser. Großartig. Und ich muss aber wirklich sagen, ich freue mich jetzt schon auf, also ich meine, ist klar, irgendwann wird noch ein Add-on kommen und so. Und da werde ich auf jeden Fall probieren, das dann auch zu spielen. Jo Leute, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mich auf dieser ewigen Reise mitbegleitet habt. Und auch mit Rat und Tat, ne? Also waren auch viele, viele gute Tipps dabei, wo ich dann doch sehr viel besser im Spiel dann irgendwie vorangekommen bin. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen hat, ne? In diesem Sinne würde ich mich erstmal verabschieden bei euch und ja. Kann ich ja auch schon sagen, Witcher 3 steht ja auch schon in den Startlöchern, Bloodborne steht in den Startlöchern, werde ich auf jeden Fall alles zocken. Und irgendwann wird sicherlich auch mal Dead On zu Dragon Age 3 in Inquisition rauskommen und das würde ich dann auch gerne spielen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ne? Bis zum nächsten Mal. Das ist schon echt krass so, ey. Erstmal kein Dragon Age mehr, ist ja fast ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, irgendwann geht's auch damit weiter. Also, macht's gut, Leute. Tschüssi.